Okay, wir haben eine Menge mitgenommen. Ich würde die Bücher gerne einmal loswerden. Ja, bop, 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 bop. Gebetsbuch. Goldkelch, weg damit. So, Kommunion, Liebesgedichtsammlungen, weg damit. Ratei. Rezept für Hahnenschrei. Seite mit Notizen, Silberkelch. Wupp. Urvater Tschech. Erzählt er gar nicht, wie man guten Met braut. Hätte ich gerne gehabt. So, Wildschweinerohr kommt weg. Perfekt. Ich habe noch sehr viel Baldrian bei mir. Ich könnte mich mal wieder sauber machen. So, 2 bis 3 Folgen von dir sind mittlerweile fester Bestandteil vor dem Zu-Bett-Gehen geworden. Dankeschön. Ich meine, das eignet sich da auch eigentlich ganz gut, weil ich bin ja relativ entspannt oder ruhig. Nicht so energiegeladen. Was natürlich auch manchmal ganz gut sein kann. Aber ich bin halt relativ ruhig und da passt das ganz gut. Wenn man halt nebenher was macht oder sowas. Es geht auch ganz gut. Ja. Perfekt. Oh, ich mag das, wie das gebaut wird. Es könnte doch wie in einer echten Baustelle ein bisschen in Betrieb sein. Ich meine, ich habe damals ein, wo war das? Nicht unbedingt ein echtes Rad gesehen. Aber das war, glaube ich, bei einer Baustelle von der Burg. Da die alten Zeichnungen waren schon. Also da gab es auch diese Räder, das ist klar, wie die Lasten hochgebracht wurden. Da kam da die Frage auf, ob das Rad eigentlich groß genug war, um einen Erwachsenen da reinzupacken oder ob das ein Kind machen musste. Da waren sich die Leute auch nicht ganz sicher. Ich meine, vielleicht ist es heutzutage klar, aber das ist ja kein standardisierter Bau, wie man die Räder da baut. Gut, Delon? Weiß ich nicht. Es war irgendeine Zeichnung. Ich glaube, in Delon, glaube ich nicht. Irgendwo anders, dann war ich wahrscheinlich. Aber klar, dass sich sowas verbreitet hat, wahrscheinlich an vielen Plätzen. Aber wie groß die Räder sind, weiß man jetzt. Oder ist jetzt nicht standardisiert, das meine ich damit. Und vielleicht wurden Kinder zu der Baustelle auch, ich meine, Kinderarbeitsschutz gab es ja nicht. Vielleicht wurde das damals so gemacht. Oder wahrscheinlich konnte ein Erwachsener rein, der musste sich nur klein machen. Das ging ja auch. Oh. So, werter Kumpel, warum machst du dir Sorgen, Baumeister? Ich mag auch hier diese Details hier. Dass sie ein kleines Modell davon gebaut haben. Schön. Müsste nur ein bisschen heller sein. So, Meister Karel. Gott sei mit dir. Das ist er bereits. Dankeschön. Ich brauche Meister Konrads Hilfe. Dann geh und rede mit ihm. Die Sache ist die, er willigte bereits ein, müsste allerdings nach Thalmberg. Das kann ich nicht erlauben. Er unterzeichnete einen Vertrag für den Bau des Klosters. Und wir zahlen ihm einen Haufen Geld dafür. Ja, aber... Aber die Eroberung Thalmbergs ist viel wichtiger für die Provinz. Von dem, was ich gehört habe, ist es zuvörderst deinem Lehnsherrn wichtig. Sarsau war stets neutral. Abgesehen davon nehme ich nur Befehle des Abtes entgegen. Ja, okay. Er sagt genau das, was uns Konrad gesagt hat. Konrad wäre nur für ein paar Tage fort. Gewiss kommt hier ein Weilchen ohne ihn aus. Schon möglich, wenn er nicht umgebracht wird. Meine Antwort kennst du. Nein, er bleibt hier, bis der Abt etwas anderes sagt. Und der ist momentan nicht anwesend. Okay, das geht natürlich nicht. Besten Dank für deine unschätzbare Hilfe. Gern geschehen. Möge Gott dich dafür belohnen. Die Sache ist die... Das kann ich... schon. Besten Dank für deine... Gern geschehen. Möge Gott dich dafür belohnen. So. Mach's gut. Okay, aber Konrad hat uns schon gesagt, was wir tun. Oh, sehr schön. Ich bräuchte mal eine Fackel, damit ich das besser sehen kann. Perfekt. Konrad hat uns ja schon gesagt, was wir tun können, damit wir ihn da hier rausbekommen. Er hat sogar 2 Modelle gebaut. Warum denn das? Ist das ein kleineres Modell? Aber welches bauen sie dann?
Wahrscheinlich das kürzere. Wenn der hier an der Seite, vielleicht sind die, sehen wir das? 1, 2, 3. Wenn er 6 Stück oder 7, 3, 6 bis 7 Stücke da hat. Okay, das ist wahrscheinlich nicht genau. Obwohl, das könnte es sein. 3, 5, 6, 7. Obwohl, ist genauso viel. 3, 4, 5, 6. Ich glaube nicht das hier, sondern das Modell. Das kürzere. Ah. Also ich müsste... Er hat irgendwas mit Würfel gesagt. Aber seine Würfel zu klauen, das bringt ja nicht viel. Ich glaube, wir kriegen das auch nicht so weg. Sitzt, glaube ich, da hinten und kommt sofort wieder her. Ja, das bringt so nichts. Wir müssten eigentlich mal nach oben gehen und dort schauen. Ja, geht einfach. Okay. Dann schaue ich mich oben um. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, in der Tat. Die Brezel zum Beispiel, die ist ganz toll. Den Käse zum Beispiel. Knoblauch, damit wir Verteidigungswerte erhöhen. So ein bisschen Meerrettich. Und dann nochmal Radieschen. Natürlich nicht mein Eberbräu, auf gar keinen Fall. Trockenobst aber schon. Ah, tolles Trockenobst wäre jetzt echt gut. Ein Trockenobst ist eine Delikatesse. Obwohl man nichts weiter tun muss, als sein Lieblingsobst zu zerschneiden und in der Sonne liegen zu lassen. Gut geeignet für Reiseprobieren für lange Strecken. Sehr schön. Ein bisschen Honig. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Noch ein bisschen. Perfekt. So, eine schöne Zange. Ich werde mich dann wieder verabschieden. Auch wenn ich das Spiel schon zweimal durch habe, möchte ich mich... bei deinem Playthrough ungern spoilern lassen. Bin bei dir erst bei Folge 110. Meine Güte. Was heißt nur? Das sind über 100 Folgen. Oder so. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Man sieht dich. Dankeschön, dass du da warst. Und Dankeschön, dass du zuschaust. Und zuschaust. Und zuschaust. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Oder eine schöne Nacht. Ist ja schon nach Mitternacht, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ich muss sowieso gleich Schluss machen. Dankeschön. So, 100 Folgen, ist ja verrückt. So, wo hat er seinen Zettel? Ist der da? Oder da in der Truhe? Ah, Karels Vertrag. Das Auftragsschreiben aus Karels Truhe für die Bauarbeiten auf dem Sasauer Klostergelände. Bam. Präsentiere Konrad das gestohlene Originalschriftstück des Aktes. Auf jeden Fall. Komm mit, Köter. So, die Fackeln möchte ich gerne mal wegtun. Upp. Die Blume kenne ich irgendwie. Nee, okay. Distel, klar. Nee, ich meinte die andere Wiesenblume, die auch lila blüht. Aber nicht so, sondern eher kleiner. Kann ich einen Platz. Danke, Urban. Ja, da kann ich einen Platz. Da ist die ganze Wiese damit voll. Sieht toll aus. Also, Konrad. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sasau auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Okay, dann machen wir das doch. Easy.
Auf zum Schreiber. Gute U-Bahn. Ich müsste auch meine Kleidung mal wieder sauber machen. Die ist echt verdreckt. Ja. So, einmal hier durch. Also der Schreiber, wo war denn der? Warum haben wir zwei Positionen gerade offen? Sogar dafür, dass gerade die Löhne ausgehen. Ja, nee, wir machen das mit dem Schreiber. Wir müssen darin zurück. Perfekt. Ja. Da kann ich mich auch gleich wieder säubern. Ich kann nicht in diesem verdreckten Lumpen rumlaufen. Die müssen schön sein. Ich finde das Hemd wirklich echt toll. Das brauche ich. Ich brauche das. Es muss sauber sein. Schön. Wupp. So, dann machen wir noch das mit dem Auftragsschreiben. Und dann beende ich die heutige Aufnahme. Die sind... Ich habe keine SSD, die groß genug ist. Ich sag das immer wieder. Sei gegrüßt. Was benötigst du? Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf's sein? Das. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Du wirst es nicht bereuen. Gott behüte dich. 12.000 Gigabyte an verschmutzter Kleidung müssen entladen werden. So. Auf geht's. Ja. So, aus der Bahn. Sorry. Ah, der Schreiber war ja hier. Klar, den habe ich komplett vergessen. Ich bin zu schnell für meine Festplatte. Das mit dem Besen verstehe ich nicht. Der landet immer hier. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Oder meine Festplatte geht langsam kaputt. Deswegen braucht sie länger. Ich soll dir etwas sagen. Hm? Der Fuchs ist schlauer als das Frettchen. Das Frettchen hat den Fuchs überlistet. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie ihr denkt. Oder C. Der Fuchs ist schlauer, als er denkt. Er hat sich selbst übertroffen. Können wir eigentlich alles durchgehen? Ich bin unsicher. Geht das dann? Ich würde es gern versuchen. Das Frettchen hat den Fuchs überlistet. Dabei ist es gar nicht so listig. Was? Der Fuchs ist schlau? Der Fuchs? Der Fuchs. Dummkopf. Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Schön. Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Na gut, gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Lebe wohl. Solange du nicht den Frettchen machst. Er wogt. Gelobt sei Jesus Christus. So, wer ist der Meisterschreiber? Habt ihr's? Nein, hat er noch nicht. Dann warten wir eine Stunde. Perfekt. Schreiber? Ist es fertig? Ja, und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Gott behüte dich. Perfekt. Du hast erhalten Karls Vertrag. Gefälschte Freistellung. Schauen wir doch mal. Gefälschte.
habt sogar zweimal den Brief von der Inquisition. Eine gefälschte Freistellung, die Konrad Kieser von seinen Pflichten auf der Klosterbaustelle entbindet. Ach, ich bin Herrn Ratzig. Wo war denn das andere? Brief aus Vranik, ausgerissener Buchseite. Karlsvertrag. Das Auftragsschreiben aus Karlstruhe für die Bauarbeiten auf dem Sasauer Klostergelände. Die liefern wir noch ab. Ja. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. So, dann hätten wir das auch wieder für die Aufnahme. Ein paar Leuten geholfen. Mal sehen, was dann noch offen ist. Ich glaube aber, ich würde noch die DLC-Quest davor schieben, bevor wir überhaupt den Angriff starten. Ah. Das kann ich noch nicht Karel zeigen. Wir müssen erstmal alles zurückliefern. Bringen. So, alles voller Ringelblumen. Blumen, nicht Blüten. Was sage ich denn da? Obwohl, sind ja Blüten. Ich mag diesen roten Stein. Ich verstehe schon, warum sie das daraus gebaut haben. Das schindet schon Eindruck. Ich meine, blauen Stein gibt es auch, aber würde blau dazu passen? Ein blauer Stein in... Ich glaube, das war, wenn man... Tonsteine etwas zu heiß brennt oder falsch oder irgendwie so fehlerhaft brennt, dann werden sie, glaube ich, blau oder mit einem Zusatz von irgendwas. Irgendwas war da. So, da kommt es wieder zurück. Karlsvertrag. Bam. Dass halt heutige Brennöfen eigentlich zu gut funktionieren, um so fehlerhaften Stein herzustellen. Oder, genau, das war ein Temperaturunterschied bei den verschiedenen Ziegelsteinen. Deswegen hatten manche Ziegelsteine so eine bläuliche Färbung, nicht immer so eine rote. Also generell ein bisschen unterschiedlich. Und heutige Öfen bekommt es halt zu gut hin, dass einfach die Färbung gleich ist. Dass man ein paar Fehler reinbauen muss, die nicht richtig brennen muss, damit man das, wenn von den Häusern ein paar Ziegel kaputt gehen, die man sie so richtig ersetzen kann. Mit halt mit der richtigen Farbe, die halt unterschiedlich ist. Durchgehend, immer aus. So. Schön gelabert. Baus. Ah, mit dem können wir doch erstmal spielen. So. Karel. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Mit einem Spiel. Wie ich höre, würfelst du gerne. Immer. Gott sei Dank. Ah, ist ja natürlich. Stimmt, der muss einfach laden, ne? Nehmen wir erstmal unseren Beta-Würfel. Meinen Lu-Würfel, den Schrumpf-Würfel. Nicht mein Unglückswürfel, sondern den für ungerade Zahlen, die Ziehwürfel. Der für ungerade Zahlen ist auch nicht schlecht. Ah, nehmen wir beide. Perfekt. Heiliger Georg, führe meine Hand. Tja, Gott ist auf meiner Seite. Das ist gar keine Chance. Sieh zu. Bin gleich damit zurück. Hier, wohl bekommst. Oh Gott. Er hat auch nicht unbedingt... Kommt gleich. Vorbei. Ja, er hat auch nicht unbedingt, Ich sage immer das Falsche. Er hat auch Gott auf seiner Seite. Aber auch ich. Gott gegen Gern Gott. Gesehen. Auf geht's. Die Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Da ist Georg jetzt nicht mehr da, nicht wahr? Ich habe Prokop auf meiner Seite. Jeder weiß, Prokop ist 2 mehr wert als Georg. Jetzt du. Ha, sieh gut hin. Ja, Heinrichs Beta-Würfel, schön. Wir machen weiter.
noch weiter. Denk mal nach, Mann. Du kannst alles verlieren. Oder alles gewinnen. Nochmal. Noch einmal. Du schreckst vor nichts zurück. Wie hast du das zu fressen? Denk mal nach, Mann. Du kannst alles verlieren. Oder ich gewinne noch mehr. Ich kann doch gar nicht mehr verlieren. Ich habe ein System. Ja, mein Beta-Würfel ist nicht schlecht. Das sind die Würfel für ungerade Zahlen. Ich nehme erstmal einen Beta-Würfel. Du schreckst vor nichts zurück, was? Keineswegs. Ich muss mir mein Bier wohl selbst holen. Ach, schon wieder 3-1er. Ja, das soll erstmal genügen. Hier ist es schon. Ja. Auf die Frauen, Gott segne sie. Mal sehen. Da ist es schon. Okay, der ist echt nicht schlecht. Das war's für mich. Schummelt der eigentlich mit seinen Würfeln? Das sieht danach aus. Ah. Ja, dann ist es echt frech. Ja, wir nehmen mal den und machen weiter. Mhm. Bier, wie üblich. Du hast Glück. Zu viel für meinen Geschmack. Ich werde dich im Auge behalten. Verflucht, das waren meine letzten Groschen. Hier drüben, ein Bier bitte. Nun, sie gehören mir. Sieh so, bei mir sind sie besser aufgehoben. Bastard! Karel? Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Gestatten... Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist... Steckst du in der Scheiße. Komm mit. Gott sei mit dir. Oh, was rennt denn auf einmal? Obwohl, ich will noch einmal speichern, weil ich will seinen Würfel. So, das kriegen wir doch hin, wenn wir das einfach so wegstehlen. Jetzt sollte kein Problem sein. Hey, was zur Hölle? Wir laden dann. Gar nicht so einfach. Ich will seinen Würfel. Ich will ihn unbedingt. Was ist das für einer? Welchen Würfel hat er? Hat er ein himmlisches Set? Hat er ein Teufelsset? Was hat er? Zum Glück geht das Laden relativ schnell. Wenn ich im Zickzack laufen würde. Ein bisschen betrunken, oder? Und hat er keine Hose an? Ich glaube schon. So, wo ist dein Würfel? Wir können jetzt... Nee. Ich glaube jetzt nicht das Schreiben. So, was hat er für einen Würfel gehabt? Ein Würfel für ungerade Zahlen. Eieiei, er schummelt. Was noch ein himmlischer Würfel? Ein wundersamer Spielwürfel, aus dem himmlischen Königreich zu den Menschen gesandt. So, schon besser. Ab sofort bist du mein Gehilfe. Wir gehen jetzt jagen. Es sieht auch nicht schön schlecht aus, wenn jetzt so die Sonne untergeht. Und er muss rennen neben mir. Durch die Pferdeäpfel. Toll. So, wer hat der Pferd, ne?
Ja nun, auf. Sie werden etwa schon müde, oder wie? Aber ist auch nicht schlecht für ihn. Da muss er ein bisschen Sport machen. Wir haben alles abgenommen, was er hat. Er hat keinen Würfel mehr, er hat kein Geld mehr. Und jetzt ist auch nicht mehr Konrad bei ihm. Alles weg, er hat verloren. Mal wieder. Das normale Schicksal der Würfelabhängigen. Bedauerlich. So, dann siehst du einfach mal an. Ich setze mich so lange hier hin. Na, also? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Das hoffe ich auch. Also, darf er gehen? Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Perfekt. Du kannst ja später mit dem Abt drüber reden, wenn er wieder da ist. Da bin ich schon lange weg. So, ich muss ja mal durch. So, Konrad musste mir nicht freikaufen. Wir haben es besser gemacht. Wächter. Mein Urban. Heinrich. So, der Kustos, was macht die überhaupt? Essen? Ja, okay, wer geht essen? Sie sind hinter mir her, ich weiß es. Konrad? Sie sind hinter mir her, heilige Maria, ich wusste, es würde so kommen. Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen. Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Okay. Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Okay, der Ärmste. Aber wie kommt er drauf? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peker in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei, ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen! Sie wollen mich töten! Wahrscheinlich war ich das nachts. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Okay. Alter, um Mitternacht Ausschau haben. Das können wir sogar jetzt noch machen. Ist wieder gerade Nacht. Urban. Nach all dieser Zeit. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja, danke schön. Findest du es hier nicht öde? Es ist die Hölle. Vor allem für uns Wachen. Ich wünschte, wir könnten zurück nach Bettlern. Kannst du mir etwas über einen Meister Peker sagen? Das sagt mir was. Ist er ein Händler oder sowas? Nein, nein. Das war einer, der so ähnlich hieß. Mach's gut. Meuchelmörder! Nach all dieser Zeit! Der Ärmste. Aber es ist ein schönes Fenster. Ich verließ Prag, oder etwa nicht?
Warum wollen Sie mich jetzt töten? Ja, das kannst du dich mal fragen. Ich mach mal die Tür zu. So, dann kommt ja keiner rein. Wir fragen mal Urban, vielleicht hat er irgendwas gesehen.